Stuttgart 21 nimmt immer mehr Gestalt an. Das Herzstück des Projekts ist der neue unterirdische Durchgangsbahnhof im Stuttgarter Stadtzentrum. 28 markante Kelchstützen bilden das Dach der künftigen Bahnsteighalle. Die Bahnsteighalle entsteht in mehreren Bauabschnitten. Vor uns sehen wir davon die Bauabschnitte 12 und 13. Sie liegen zwischen dem Bonatzbau und dem Querbahnsteig des heutigen Bahnhofs. Über diese beiden Stege gelangen Reisende zu den Gleisen. Wir schauen uns an, wie die Arbeiten in den Bauabschnitten 12 und 13 von Juni 2020 bis Mitte November 2021 vorangekommen sind. Diese Kelchstütze ist fast fertig. Es handelt sich dabei um einen sogenannten Vollkelch, eine freistehende Kelchstütze. Die Gerüsttürme, die die Schalung tragen, haben ihren Dienst getan und werden ausgebaut. Der Kelch wird nun von weißen Hilfsstützen aus Stahl gehalten. Diese Hilfsstützen bleiben stehen, bis die Schwindgassen betoniert sind. Als Schwindgassen werden die Lücken zwischen den Kelchen bezeichnet. Neben den Vollkelchen gibt es noch zwei weitere Kelchtypen: Randkelche und Restkelche. Drei Kelchstützen, eine von jedem Typen, bilden jeweils eine Reihe. Randkelche sind dabei jene, die fließend in die Wand der Bahnsteighalle übergehen. Anders als Randkelche haben Restkelche keinen eigenen Fuß, sondern lagern direkt auf der Wand. In diesem Bereich der Bahnsteighalle haben die Rand- und Restkelche noch eine Besonderheit. Die Kelche gehen nicht einfach in die Wand der Bahnsteighalle über, sondern sie erhalten sogenannte Galeriestützen. Eine Galeriestütze ist ein Fuß, mit dem der Kelch auf der Wand der Bahnsteighalle aufsetzt. Randkelche haben davon jeweils zwei, Restkelche nur einen. Die Lücken zwischen den Galeriestützen werden später verglast und eröffnen somit einen freien Blick auf das Treiben auf den Bahnsteigen. In diesem Galeriebereich wird später eine Lounge für Bahnreisende sein. Die Bodenplatte und auch die ersten Wände für die Lounge sind bereits betoniert. Direkt neben der Baugrube verläuft die Baustraße. Baumaschinen und Material können so auf die Baustelle kommen, ohne dabei den Verkehr in der Stuttgarter Innenstadt zu beeinträchtigen. Rund 4 Kilometer misst das Baustraßensystem im Stuttgarter Talkessel insgesamt. Auf der gegenüberliegenden Seite laufen die Arbeiten an den ersten Deckenabschnitten der Lounge. In der Decke der Lounge sind später viele runde Leuchten eingelassen. Das muss jetzt schon berücksichtigt werden. Damit für die Leuchten passende Aussparungen in der Decke bleiben, wird mit Platzhaltern aus Edelstahl gearbeitet. Um diese herum wird die Bewehrung verlegt. Nach der Betonage können die Platzhalter dann von unten entfernt werden. Das erste kleine Stück Schwindgasse wird bewehrt und betoniert. Ende 2020 sind die Arbeiten an der Lounge weiter fortgeschritten. Der Fußgängersteg muss deswegen umgebaut werden. So gibt es nun Platz, um den nächsten Abschnitt der Wand der Lounge zu bauen. Der Randkelch wird betoniert.
Über die Galeriestützen ist er nun fest mit der Wand der Bahnsteighalle verbunden. Dann ist Winterpause. Über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel ruhen die Arbeiten auf der Baustelle. Im neuen Jahr geht es weiter. Die Schalung für einen weiteren Randkelch wird aufgebaut. Die einzelnen Elemente der Schalung sind auf Gerüsttürmen montiert. Spezielle ferngesteuerte Fahrzeuge platzieren die Schalungstürme millimetergenau. Diese sogenannten Verfahrwagen wurden eigens für Stuttgart 21 entwickelt. Rund 1000 Quadratmeter Fläche müssen pro Kelchstütze verschalt werden. Bis die Schalung für einen Randkelch aufgebaut ist, dauert es ungefähr 7 Wochen. Bei Rest- und Vollkelchen geht der Aufbau etwas schneller. Unterdessen wird auch die Schalung für die nächsten Schwindgassen aufgebaut. Die Schalung für den Randkelch steht. Bevor es allerdings mit der Bewehrung losgehen kann, müssen die Arbeiter kontrollieren, ob die Schalung von ihrem vorherigen Einsatz Kratzer oder andere Beschädigungen aufweist. Damit die neue Kelchstütze auch die gewünschte glatte Oberfläche bekommt, müssen alle Beschädigungen zunächst ausgebessert werden. Im März 2021 wird der Mercedes-Stern auf dem Turm des Bonatzbaus abgebaut. Im Bereich des Turms bewegen 2 Kräne während der Umbauzeit des Bonatzbaus ihre Lasten. Damit das reibungslos klappt, zieht das Stuttgarter Wahrzeichen vorübergehend um. Zurzeit steht der Stern vor dem Mercedes-Museum. 2025 wird er auf den Turm zurückkehren. Am Randkelch haben die Bewehrungsarbeiten begonnen. Bis zu 33.000 einzeln vermessene Stahlstreben müssen die Eisenflechter bei jeder Stütze in die richtige Position bringen. Pro Kelchstütze sind höchstens 2 oder 3 Stäbe identisch. Ein gigantisches 3D-Puzzle, das sich nur dank aufwendiger Vermessungstechnik und digitaler Bewehrungspläne lösen lässt. Für die Lounge wird ein weiterer Deckenabschnitt betoniert. Auch der Randkelch ist fast bereit für die Betonage. Die Abstandshalter werden angebracht. Sie gewährleisten, dass die Schalung nicht direkt auf der Bewehrung aufliegt. Dann wird die Deckschalung aufgebracht. An einem heißen Junitag wird schließlich betoniert. Temperaturen von über 30 Grad stellen die Arbeiter an diesem Tag vor eine Herausforderung. Denn der Beton darf für den Einbau nicht zu heiß sein, sonst härtet er zu schnell aus und es entstehen Risse.
Der Beton wird deswegen im Werk vorgekühlt. Bei Ankunft auf der Baustelle messen die Baustoffprüfer nochmals die Temperatur des Betons. Wenn die stimmt, geht es los mit der Betonage. Der Beton muss dann zügig verarbeitet werden. Die Kelchstützen entstehen immer in drei Abschnitten: Kelchfuß, Kelchblüte und Hutze. Hier fehlt nun noch die Hutze. Die Bewehrungsarbeiten dafür sind in vollem Gange. Die Hutze fasst später ein Lichtauge ein. Über die Glaskuppel fällt Tageslicht in die Bahnsteighalle. Die ersten Lichtaugen sollen im kommenden Frühjahr eingebaut werden. Planen schützen die Anschlussbewehrung vor der Witterung und damit vor Rost. Als Anschlussbewehrung bezeichnet man die Stellen, an denen die Bewehrung des Kelchs später mit der Schwindgassen verbunden wird. Die Umbauarbeiten am Bonatzbau werden nun auch von außen sichtbar. Die nicht tragenden Außenmauern werden zurückgebaut. Wo heute noch der Keller des Bonatzbaus ist, wird später die Haupterschließungsebene für den neuen Bahnhof sein. Von dort gelangen die Reisenden zu den Gleisen. Darunter entsteht ein neues Technikgeschoss. Dafür läuft derzeit der Erdaushub. Für die künftige Bahnsteighalle sind die Arbeiten mittlerweile so weit fortgeschritten, dass der Fußgängersteg zurückgebaut werden muss. Ein Autokran hebt die einzelnen Elemente Stück für Stück aus, ein Verfahrwagen transportiert sie anschließend über die Baustraße ab. Nun können auch in diesem Bereich die Kelchstützen gebaut werden. Nach dem Rückbau des Stegs haben wir nun auch freien Blick auf den Bauabschnitt 11. Hier entsteht der sogenannte Sonderkelch. Der Sonderkelch ist um 180 Grad gedreht. Durch ihn führt künftig ein Aufzug auf den Kurt-Georg-Kiesinger-Platz. Außerdem enden zwei Rolltreppen auf dem Kelch. Der Bahnhofszugang über dem Sonderkelch wird mit einer markanten Gitterschale aus Glaselementen eingehaust sein. Achtzehn von 28 Kelchstützen stehen im November 2021 bereits. Die Lounge nimmt Form an und die Bahnhofsdecke schließt sich Stück für Stück. 4 Jahre dauert es noch, dann geht der neue Bahnhof in Betrieb.